Anemonen in die Fresse rein. Herzlich willkommen zu Knall hat durchgenommen, Folge 20 plus X. Ja, liebe Leute, wir nähern uns rapide dem Ende dieses Knall hat durchgenommens im Sauseschritt. Ja, ist nicht mehr viel zu tun, aber das, was wir tun, tun wir mit neuem Equipment. Denn anscheinend ist den Leuten da draußen aufgefallen, dass wir tatsächlich nur Fehler machen, wenn unser Pad kaputt ist. Weil ansonsten sind wir ja offensichtlich super perfekt, das behaupten wir ja bei jeder Gelegenheit. Und haben, um unsere Fehler zu vermeiden, neues Pad geschenkt bekommen von Benjamin Barei. Das kam vorgestern in einem wunderbaren kleinen Paket. Nagelneu. Wie aufmerksam, oder? Das ist wirklich, ich hab's mir angeguckt, das ist neuer als das Neue, was ich gerade zu Hause neu hab. Neues DualShock 3. Funktioniert wie Butter. Benjamin, vielen Dank. Auch wenn es natürlich ein bisschen peinlich ist, dass wir als Gaming-Sender-Firma, wie auch immer, schon darauf angewiesen sind, dass man uns funktionable Hardware schickt. Wir haben aber auch einen Verschleiß, muss man dazu sagen. Ne? Also die fliegen hier durch die Gegend, diese Pads. Vielen Dank nochmal. Wirklich sehr, sehr angebrachtes Geschenk. Ein wunderschöner Wäre doch nicht nötig gewesen. Kreisbutton. Gut, ja. Ne? Wir machen direkt weiter, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Haben wir gegen den Old Hero gekämpft, den Blinden, ihr erinnert euch. Der hier sein Ableben feierte. Haben wir eigentlich schon die Seelen? Ja, haben wir schon genommen, ne? Ja. Und, Ja, was? 78.000 Seelen haben wir im Paket. Vielleicht gehen wir die erstmal gut anlegen oder so. Das ist eine gute Idee. In Edelmetalle oder sowas. Ich würde tatsächlich ganz gerne nochmal kurz einen Abstecher zum Schmiedi-Schmied machen. Einfach, um nochmal einen Überblick zu kriegen, was uns fehlt, ob wir jetzt noch vielleicht irgendwo schnell was farmen. De facto ist es jetzt nur noch ein Boss, der uns fehlt, Storm King. Und der ist, sag ich mal, jetzt, der ist cool, der macht auch Spaß, aber der ist jetzt nicht ultra schwer. Und der ist vor allen Dingen auch direkt da. Also das ist quasi eine Boss-Stage, die jetzt direkt dann auf uns wartet. Und dann haben wir eigentlich auch schon fast alles. So, dass wir jetzt noch die Möglichkeit haben, uns zu überlegen, ob wir noch irgendwelche Besorgungen, welcher Art auch immer, noch machen wollen, ob wir noch irgendwas farmen wollen. Aber wir haben ja ein bisschen auch Trouble mit der Zeit, weil in 2 Wochen ist es ja schon soweit, Dark Souls 2 kommt raus. Letzte Woche haben wir euch schon die Debug-Version haben wir ja schon gekriegt, aber die werden wir nicht benutzen fürs Knall durchgenommen, weil die nicht kompatibel ist zu Retail, deshalb warten wir auf die normale Verkaufsversion. Der Grund ist eigentlich vielmehr, weil wir nicht online spielen können mit der Debug-Version. Das ist natürlich ein bisschen blöde, deswegen. Also wir sind noch am Überlegen, wir würden es euch so gerne so schnell wie möglich bringen, aber irgendwie soll es auch perfekt sein. Wir sind noch am Überlegen. Und damit haben wir eigentlich auch schon die gute Nachricht des Tages eigentlich verraten. Natürlich werden wir ein Knaller durchgenommen Dark Souls 2 machen. Wir haben die Erlaubnis bekommen von ganz oben, von der Chefetage von Universal Pictures in Hollywood. Und werden Knaller durchgenommen mit Dark Souls 2 machen. Und es wird das erste Souls Knaller durchgenommen, wo wir mehr oder weniger gemeinsam mit euch die Welt entdecken. Wir werden es natürlich parallel auch privat zocken. Aber wer die Souls-Reihe kennt, weiß ja, dass so gerade beim ersten Zocken und so, da weiß man ja noch nicht viel. Und deshalb, Northern Regal, ja. Fehlt uns noch Soulbrand. Ja. Was kriegt man am Ende des Spiels? Genau, eine Waffe für Angie Plus, dann, wenn man es nochmal durchspielen will. Wir haben ja immer noch das Dragon Longsword in der Tasche. Das ist sozusagen eigentlich das Äquivalent zum Dark Souls Lightning Spear gewesen in unserem Playthrough hier. Das haben wir am Anfang sehr exzessiv benutzt. Ist nur auf plus 2 gekriegt. Wollten es immer noch besser machen, aber wir waren nie so wirklich komplett in der... Ja, ein Chunk fehlt. Wir waren nie in der Lava-Welt, um nochmal die ganzen Sachen zu farmen. Das würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Das Feuerschwert, das Dragon-Schwert auf plus 10 zu bringen, macht jetzt nicht viel Sinn. Aber trotzdem vielleicht nochmal in die Lava-Welt zu gehen. Weil das Tunnelsystem, wollen wir nochmal in die Lava gucken, was da so rumlag? Das haben wir eigentlich liegen gelassen. Und da gibt es auch noch ein Welttendenz-Event. Naja, schauen wir mal.
Mal gucken, man könnte den Insanity Catalyst bauen. Ja, was kann der? Weiß ich nicht, aber den können wir nicht benutzen. Ja, also sehr viel kann man nicht machen. Uns fehlt tatsächlich nur ein Chunk of Sharpstone, um zumindest das Uchigatana auf die Maximalstufe zu hieven. Fürs Kilji nach wie vor fehlt uns ein Bladestone Chunk und ein Pure Bladestone. Das werden wir wahrscheinlich nicht hinbekommen, weil den müssten wir halt einfach farmen. Das Kilji geht auch nur auf plus 5, ne? Wenn du für plus 5 schon den, ja, den Pure Stone brauchst, würde ich sagen, ja, ist das Max. Das ist Max, genau. Man kann natürlich das Large Sword of Searching bauen. Und zwar aus dieser Seele, die wir gerade von dem blinden Boss gekriegt haben. Plus, ich glaube, ein Broken Sword oder so. Ich weiß nicht genau, was man dafür braucht. Irgendwas in der Richtung. Mhm. Aber das würde ich jetzt auch nur bauen, wenn ich dann damit Bladestones farmen gehe. Weil ansonsten braucht man das eigentlich nicht. Das macht keinen besonders bemerkenswerten Schaden. Wie war's? Kann man das Schwert nicht sogar in der Offhand halten? Ah, glaub, und es wirkt trotzdem? Es reicht einfach, wenn du es genau sogar auf dem Rücken hast, sozusagen. Was ganz cool ist. So, wir können 2 Level hoch. Vitality ist immer gut. Wie viel haben wir denn Dex? 45 ist auch top. Ich glaube, über 50 ist nicht mehr so effektiv. Da kriegst du immer nur einen Schaden mehr. Ja, ich glaube, wenn überhaupt. Ich weiß gar nicht. Es ist auf jeden Fall... Also bis 50 war, glaube ich, so in meinem Kopf die imaginäre Grenze. Über 50 macht nicht ab mehr so viel Sinn. Ab 40 ist schon deutlich reduziert. Und ja, ab 50 ist quasi Quatsch, da noch Punkte reinzusetzen. Ja, man geht ja auch immer davon aus, also das PvP-Level ist immer so 120, ist so die Größe, die, weil man kann sich ja immer nur treffen in einer gewissen Level-Entfernung und alle, die PvP spielen, also die dann einfach nur einen PvP-Charakter basteln, um gegen andere Leute zu kämpfen, die treffen sich dann halt so um die 120, um das Seelenlevel 120 und da darf man dann halt auch nicht irgendwie alle Werte bis Maximum machen, sondern muss sich dann eben entscheiden. Deshalb macht es dann keinen Sinn, wenn man auf PvP geht und nur einen Wert oder nur zwei Werte oder maximal Level 120 machen darf, dass man dann nicht über 50 geht. Wenn man eh einen Level 700 Charakter macht, dann ist es wahrscheinlich eh egal, aber... Genau, du sprichst von dieser ungeschriebenen Grenze. Genau. Naja, das ist... Hat sich so einfach ergeben, dass die PvP-Leute sich ungefähr in einer Level-Range von 120 befinden. Das ist ja genau auch ungefähr das, wobei es ist ein bisschen mehr als das Level, das man hat, wenn man es durchspielt. Ja. Aber ich glaube, so um die 100 ist man beim ersten Mal. Man levelt ein bisschen mehr, ist ein bisschen langsamer. Ich bin da immer um die 100. Ja, 120 hat sich, glaube ich, auch so rauskristallisiert, weil du da dann für jede Klasse, egal ob Magier oder Nahkämpfer oder Dex-Build, kannst du die wichtigsten Stats plus Endurance und Vitality zu einem Optimum quasi skillen. Wenn man das so sagen kann. Okay, also du gehst abwärts. Ja, hast du gesagt, ne? Dass wir da nochmal gucken. Welttendenz ist Middle, oder was? Ja, wir sind ja jetzt online, ist wahrscheinlich wieder resettet worden. Ja, das stimmt. Ja. Pickaxe. Geil. Yay. Hat schon gelohnt. So, wie kommt man denn jetzt nochmal ganz runter? Und der... im Mausoleum. Den haben wir auch noch. Den haben wir nicht geschafft letztes Mal. Oh, der war aber auch echt scheiße irgendwie. Der hat mir keinen Spaß gemacht, weil der keinen Schaden gekriegt hat. Ja, der war ein bisschen... Der war echt, und mit einem Flach killt er dich. Das ist ein bisschen hart. Da bist du ja schon fast dazu verleitet, die Spielmechanik so zu benutzen, was du erzählt hattest, um ihn zu backstaben. Ihn rauszuloggen, zu locken und in dem Moment zuzuschlagen, wenn er wieder zurück zu seinem Spawnpunkt da geht. Siehst du, schau mal, da liegt sogar noch was. Hier sind wir echt... Das ist aber auch sowas von verzwickt hier.
sich zurechtzufinden unter der Erde. Mit diesem ganzen Gängesystem und Gabelungen. Das meinen die mit Left. Tolle Warnung, links. Ein bisschen fies, weil die Fackeln und die Items und diese Leuchtteile, die sehen alle gleich aus, mehr oder weniger. So dass man manchmal nicht so richtig weiß, was hier eigentlich ist. Die halten echt ganz gut was aus, da hinten, ne? Da hinten, lauf. Was denn? Ist da nicht ein... Ah, ich dachte, da wäre ein Lizard. Ach so, dann sag Lizard. Hearthstone, Shard of Hearthstone. Ah, schade. Nix. Also ein Chunk of Sharpstone wäre geil, dann könnten wir zumindest unser Uchi maxen. Dann hätten wir wenigstens eine Waffe auf Maximalstufe gebracht. Der zittert richtig, ja, richtig Angst. Wo haben wir denn jetzt hier noch nicht abgegrast? Weißt du das noch? Ja, gehen wir nach unten, ne? Auf den Kopf zielen. Auf den Kopf. Greystone Shard. Da unten könnte noch ein Lizard sein, direkt unter dir. Direkt unter mir? Mhm. Da. Siehst du den? Mhm. Aber wie komme ich da am besten hin? Aber da kannst du einfach runterrutschen hier. Echt mal. Da liegt auch noch was. Genau, da kannst du dich hingleiten lassen. Am besten da zum Rubble. Da kannst du nicht durchglitschen. Und da rechts ist, da ist nach rechts nicht hoch. Da erst das noch mitnehmen, genau. Da ist der Lizard rechts. Ich glaube, der rafft das nicht bei, wenn du das Item holst. Nicht! Oh. Ah. Ja, shit. Wo ist denn das Item? Ja, da oben. Ach, da oben. Ja. Jetzt vergiss nicht den Lizard, der ist oben. Ja, und der rennt direkt ins Schlangennest. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der hängt bestimmt an der Wand, wenn du jetzt hier so links bleibst. Ja. Ist doch eigentlich recht easy. Gut gemacht, oder? Sehr schön, ja. Lass ihn jetzt nicht runterfallen. Nicht schlecht. Warte, vielleicht kannst du da hin, oder? Ja, aber der leuchtet doch gar nichts. Kann man da? Nee, das ist... Ich weiß nicht, ob das klappt. Mal gucken. Ich habe ihn gut getötet. Ja, ist ihn gut getötet, den wehrlosen Eidechsen-Typen. Ah, das war die Pure. Das Pure Set of all Stones. Pure Set, ja. Das wäre geil, wenn es das gäbe. Ja, ne? Aber das wäre auch so ein cooles Item für so eine Collector's Edition. So eine coole Holzschatulle, die du so aufmachst. Mhm. Und dann sind da so die Steine eingelegt. So hier mit Pure Sharpstone, Pure Suckerstone, Pure Bladestone. Limited Edition. Direkt neben dir, vielleicht läuft er jetzt gerade weg, wahrscheinlich. Nee. Na doch, da hinten, da läuft er. Siehst du ihn? Und weg. Sehr gut. Das war richtig gut. Ja. Und die anderen Items sind auch nicht da. Lad nochmal, vielleicht kannst du es toppen jetzt. Ja, du hättest auch mal vorher was sagen können, nicht als es schon passiert ist. Ey, du bist doch Captain, ich beende das Spiel und starte neue Experte. Hab ich überhaupt mein Mikrofon an? Sag mal was. Hallo? Ja, hast du.
So. Klappt ja wie am Schnürchen. Weiß ich nicht, jetzt ist er wieder da. Sehr gut. Was war's? Schiff. Sharpstone. Shard of Bladestone. Chunk. Wahrscheinlich Bladestone Chunk, ne? Der Rest ist ja egal, die Shards. Verbraucht ganz schön Mana, der Soul Ray. Ja. Sehr gut, genau reingelaufen. Keine Faxen, das fällt vielleicht aus Versehen links runter. So, Item. Sehr schön. Chunk of Greystone, nicht schlecht. Guck mal, was da noch alles liegt. Hier waren wir echt nicht gründlich. Ne. Können mittlerweile auch nichts mehr. Ich erinnere mich, da hatten wir arg Probleme mit diesen stark gepanzert. Da waren wir mit dem Drachenschwert das erste Mal hier und die haben keinen Schaden genommen. Ja, die Dinger droppen auch tatsächlich coole Items. Da, genau, da kannst du das Item holen. Genau, die droppen hier unsere roten Chunks. Genau, nicht vorne, immer zur Seite, da kann er dich nicht angreifen. So ein Stachel, den er immer raushaut. Sehr gut. Die explodieren, wenn sie tot sind? Stimmt. Weiß ich doch. Cool. Nichts hat er gedroppt. Geil. Shard of Dragonstone. Immerhin. Immerhin. Jetzt nicht da runter, genau. Da versuch nochmal zum Item zu kommen. Und jetzt in der richtigen Reihenfolge. Oder sind wir schon zu tief? Nee, das müsste hier noch gehen. Genau, hier runter. Ist hier? Hier vielleicht. Das klappt schon. Genau. So, was finden wir da? Was richtig wertvoll ist. Für mehr Augenstein, okay. Ah, ist ja okay. Jetzt nicht zu weit rechts laufen, dass du abglitscht. Wie denn? Dann sag mal, wie ich es machen soll. So weiter wie links wie möglich. Links? Ja, also jetzt hoch. Den Berg hoch. Ja, genau. Jetzt nach rechts laufen. Aber so weit oben sein wie möglich. Sieht gut aus. Und jetzt schön. Dark Heater Shield plus 2. Kennst du das? Nee. Ist wahrscheinlich gut gegen Feuer. Also würde ich jetzt einfach mal tippen. Dark Heater Shield. Dark Heater, Dark. Also ich glaube, das Schild selber heißt Heater Shield und das Attribut ist Dark. Daher glaube ich nicht, dass Heat irgendwie mit Feuer oder so gleichzusetzen ist.
Ah, überall diese, wie nennt man das? Gehäuteten Überreste. Ich finde übrigens, man sieht überhaupt keinen Bleeding-Effekt mit dem Katana. Irgendwie bei Dark Souls war das ja so, dass man dann so richtig wenn man sowas gespratzt ist, aber hier sieht man das gar nicht, also. Ich bin auch kein Freund von Bleeding in PvE. Das ist meiner Meinung nach eher was für das ist PvP. Da hat es den größten Effekt. Okay, jetzt müssen wir versuchen, das im Kopf zu behalten. Ne? Wenn jetzt Gabelungen kommen und imaginäre Map zeichnen, also links und rechts haben wir jetzt hier. Wir entscheiden uns für rechts. Sehr gut, rechts ist die Sackgasse. Also links. Die Kameraführung in dem Ding hier ist auch so semi-geil. So, rechts oder links? Wir gehen rechts. Nee, ich glaube, wir sind das letzte Mal links, rechts gegangen. Hier müsste so ein Dicker kommen. Wenn ich mich recht erinnere. Da ist er schon, ja. Ist das jetzt ein Hinterteil oder ist das? Das ist ein vorne. Im Stachel und an den Ohren. Versuch rumzukommen. Ja, sehr gut. Da kann er nichts machen. Er kann nur zustechen vorne mit seinem komischen Rüssel. Seite wechseln. Sehr gut. Das ist zweihändig? Jawohl. Also man merkt von dem Bleeding-Effekt nicht wirklich was. Also Bleeding ist ja auch nicht... Jede Kreatur kann bleeden, glaube ich. Bist du sicher? Naja, also er blieb ja jetzt nicht wirklich. Wirklich. Pass auf, er explodiert, ne? Er ist ja auch Stein. Sein Blut ist Lava. Vielleicht funktioniert das nicht so gut. So, jetzt habe ich die Orientierung verloren. Du kamst von wo? Von da. Von, wir sind, ne? Ja. Das, man konnte dann rechts oder links, das ist der Parallel. Okay, dann haben wir jetzt hier wieder eine Gabelung, ne? Nee, das ist ja einfach der andere Weg. Sicher? Also, ja, ja. Dann geht er noch einmal durch. Das ist quasi... Jetzt dreh dich nochmal um. Ging das gerade da ja, rechts? Ja. Nee, ah, okay. Also... Ist immer schwierig, wenn man nicht selber spielt, die Übersicht zu behalten. Weißt du, was ich meine, ne? Ich versuche ja, nur gerade mitzubringen. Also hier sind wir, glaube ich... Ja, Tatsache. So, ne? Und dann konnte man hier rechts oder links... Ich bin links gegangen, aber es ist quasi der Paralleltunnel. Okay. Führt aber zum gleichen Ergebnis, nämlich, dass man dann hier rauskommt... Und dann kommt man hier geradeaus weiter. Pass auf. Dicker Typ, warte. So viel Schaden. Guck, der blutet doch. Nur mit unserem Kill-G. Komischerweise. Hm? Sieht man gar nichts mehr. Schaden man macht. Mittelmäßig, ne? Gleich hast du ihn. Ah. Boah, ich häng fest.
Uiui. Hä? Komm noch ein bisschen. Und mach dir jetzt schon mal den Fluchtweg, ne? Dass du gleich weißt. Hau ab. Sehr gut. Explosion zeigen. Das sieht ganz cool aus, finde ich, durch den Gang, dass das richtig schön so Richtung nimmt. Oh, finde ich auch. Ja, Junge, was mit dir? Der ist tot, oder? Ja, sieht so aus. Hm. So. Lizard, ho, zwei ho, ho. Stück, direkt vorne. Bei dem dicken Typen. Einfach rumlaufen und nur um die Lizards kümmern. Die sind schon getriggert. Sehr gut. Noch einmal, dann gleich um die anderen kümmern. Ei. Okay, vergiss den anderen. Sehr gut. Shit. Ach was, die können auch so... Ach nee, das ist die mittlere Größe. Das ist der Medium-Bug. Was? Hat sie schon gedruckt? Schade, das waren irgendwie drei verschiedene Sachen. Das waren alles Sharpstones, meine ich. Explodieren die auch? Wie sieht's so aus? Kaboom! Das sieht echt cool aus. So, jetzt spawn ich hier kurz nochmal. Genau, Doppel-Lizard-Action. Aber ich glaube, da haben wir mindestens schon zwei, dreimal die Lizard abgegrast. Wenn wir Glück haben, ist vielleicht noch einmal Lizard-Time. Lizard. Ich weiß genau, was du willst, Dennis. Du willst, dass ich sterbe und dann machst du den Storm King, weil der nämlich Bock macht. Storm King? Der, ich weiß nicht, ich, im Grunde, ohne jetzt was zu spoilen, gibt's ja nicht viele Wege, ihn zu machen. Lizzies! Ne? Ah, sehr schön. Zwei hilflose Lizards. Down. Nochmal gucken? Ja, wo wir schon mal da sind. Ich finde, der Kampf gegen den Storm King ist immer so ein bisschen auch Exploit, weil man versteckt sich hier häufig an einer bestimmten Stelle, wartet, bis er da ist, schlägt. Mal gucken, wie du ihn machst, falls du das Pad hast. Aber ich glaube, wir machen ihn alle gleich. Ja, ich weiß gar nicht, ob es da so viele Möglichkeiten gibt, den zu machen. Das meine ich ja, so. Es gibt nur diese eine Möglichkeit. Oder du stehst im offenen Feld und das macht ja keiner, der bei Verstand ist im Grunde. Außer er sucht die Herausforderung. Hm. Na, wir werden ihn ja wahrscheinlich gleich noch sehen. No Lizzies mehr. Okay. So, jetzt habe ich natürlich wieder die Orientierung verloren. Wir sind von hier gekommen, oder? Aus dem Turm und dann ging es quasi... Ja, genau, das ist recht. Rechts waren Lizards. Geht's jetzt auch noch links? Da geht's auch noch. Nehmen wir mal links. Okay, ich würde auch sagen, unten sieht nämlich aus wie Endpunkt Lava. Und das hier ist was? Okay. Ach, okay. Lizard? Nicht. Oh, du Spacko, Dennis. Wieso ich? Ich sag dir nur Lizard und ich laufe in deinen Tod. Ja, normalerweise sagst du, wenn du Lizard sagst, heißt renn hin. Ah, der ist weg. Nee, der ist noch da. Naja, der ist aber gerade im Begriff wegzulaufen. Scheiße, jetzt sind wir. Wir waren gerade am Ziel unten. Jetzt sind wir wieder woanders. Der ist getriggert, der ist schon weg.
Ja, hier oben drauf oder was? Mhm. Hier? Ich glaube ja. Guck nochmal hoch, ob es höher geht. Ich glaube, das ist zu hoch. Nee, der war, glaube ich, wirklich hier. Probier mal. Boah, Mann, ey. Normalerweise, wenn du schreist Lizard, heißt es, stürz auf ihn zu und kill ihn. Ja, das heißt es ja immer beim Lizard. Wenn man das macht, stirbt man. Ja, komm, du hast auch gedacht, dass der direkt da vorne ist. Tu nicht so, als ob du wusstest, dass da noch ein Abhang ist. Ja, sicher. Naja, also, Wenn ich gerufen werde, Lizard, wärst du auch losgerannt. Nee, ich hätte gesehen, dass der sich gerade noch nicht bewegt und wäre hätte innegehalten, um die Situation zu analysieren. Und, ach, gibt keine von oben Attacke, so ein Mist. Ah, sehr schön. Shard Chunk. Brauchen wir das nicht. Brauchen wir auch gar nicht mehr den spawnen lassen. Ja, und jetzt kommen wir aber da nicht mehr da hoch, ne? Ja. Jetzt sind, stimmt. Und hier sind wir schon am Levelausgang quasi. Das ist ja quasi der andere Weg, den man oben gehen kann. Und dann kommt man hier lang und dann kommt man zum Boss, glaube ich, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja, hier ist der Flame Lurker. Stimmt, hier ist der Flame. Oh, shit. Da ist nichts mehr, das haben wir schon alles gecheckt. Vielleicht geht's. Warte, eine Sache können wir noch testen. Wenn hier noch höher geht. Ich glaube, das haben wir schon mal gecheckt. Ja. Ja, wir sind mal gespawnt beim Flame Lurker Keilstein. Und dann ist uns das aufgefallen, dass es gar nicht zurückgeht. Da liegt auch noch ein Item, sehe ich gerade. Oh ja. Wie kommt man denn da hin? Oh, einfach fallen lassen, oder? Ah, Alter, mein Herz. Dann waren wir aber logischerweise hier noch nicht und das ist, glaube ich, dann auch richtig. Ja, ne? Vielleicht kommen wir doch raus. Da sind wir runtergefallen. Ja, es ist da? Das wäre ja super, wenn wir da wieder hinkommen. Geil. Ja. Super gut. Und kommt auch wieder zurück. Sehr schön. So. Also ich würde sagen, auch gleich den Lava-Ring anziehen oder sowas, ne? Wir haben keinen Lava-Ring. Also ich habe den Flame-Ring, habe ich schon. Hast du schon angezogen? Mhm. Okay. So, da sind wir diesen langen Weg gegangen, genau, I'm lost. Irgendwann links leuchtet der Gang. Oh, Glitch. Da. Hier wird die Luft jetzt ein bisschen dicker. Und da kommt er. Da liegen die coolen Goodies. Aber wie kommt man da hin? I don't check it. Ja, letztes Mal, als wir hier waren. Wo kommt man denn hier rein? Das ist verbunden mit dem anderen Weg. Das kennen wir schon. Ja? Ja. Ich guck trotzdem. Welchem anderen Weg denn? Siehst du? Genau, aber auf der anderen Seite der Stadt. Ach so, ja, ja. Weißt du, das ist jetzt nichts Neues. Nicht runter. Ja. Ich zieh übrigens mal wieder das Uchi an, das war nämlich besser. Was ist eigentlich mit dem neuen? Das haben wir noch gar nicht getestet. Können wir es überhaupt benutzen? Ja, nee. Phase 12 braucht 18 man Stärke haben wir, glaube ich, auch nicht. Hast du schon. So, Mr. Know-It-All, dann sag mal, wie ich das jetzt hier mache. Ja, wir haben ja doppelt so viel Energie als letztes Mal. Jetzt kannst du da kurz reinsteppen und das Ding holen. Pass auf die Fliegen, ne? Wenn du so rumstehst, kriegst du manchmal einen von den Fliegen. Sag mal wieder raus. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Läuft doch. Was haben wir gekriegt? Keine Ahnung. Das darfst du nicht wegdrücken. Also du kannst es aufheben und laufen. Stimmt. Pass auf, die fliegen. Ich habe Angst, dass sie eigentlich direkt eine hinter dir... Ja, siehst du, da ist sie schon.
So, wo war noch was? Da. Das heißt, wir müssen zuerst auf die Insel da vorne, ne? Ich würde direkt hingehen und danach auf die Insel. Ja, auf die Insel. Reloaden. Okay. Dragonstone. Dragonstone, nice, nice, nice. Du frisst den falschen Scheiß. Ach, deshalb. Es tut immer so weh. In meinem sparsamen Gehirn. So. Ist alles schwierig hier. Alles schwierig. Da ist noch so ein Digger, pass auf. Aber da ist bestimmt noch ein Item. Direkt hinter ihm, hast du gesehen? Nee, noch nicht. Also Fliege rechts oben. Wo ist es? Da. Und da ist noch ein Gang. Chunk of Dragonstone und zurück. Sehr schön. Und rein in den Gang. Siehst du, da ist noch boah, das keine war Ahnung, was da jetzt ist. Hier in dem Gang? Ja. Ich weiß nicht, ob wir in dem schon waren. Vorsichtig. Ist das nicht der, wo wir eben... Nee, das ist nicht. Oder? Nee. Da gab's ja dann einen Abgrund. Hä? Ja, das ist ein neuer. Oh, da leuchtet sehr gut. Ja, da ist nix. Sehr gut. Ich wusste gar nicht, dass das geht, wenn man gegen die Wand haut. Ja, das ist doch scheiße. Wessen Schuld ist es? Wieder mal deine, Dennis. Mm. Wie immer, wie alles. Ist gewechselt auf Kilji? Yes, sir. Sehr gut. Ich bin nicht blöd, ne? Nee. Nee, nee. So. Geht's da runter? Man kann gar nichts erkennen. Hier war ich, glaube ich, noch nie. Hier war noch niemand. Du bist der Erste. Guck mal, da oben kann man runterdrocken. Ich glaube, da sind wir hergekommen. Genau, guck mal, das ist, wo du gesagt hast, wir gehen rechts, oder? Jetzt sind wir, glaube ich, wieder... Ja, ja. So explodiert denn das nicht? Ist ganz dicht dran. Na, verarsch dich. Zieh nie keinen Bock. Das ist ein Männchen, nur die Weibchen explodieren. Ah! Boah, du Ratte. Fall nicht runter. Ich glaube, da unten waren wir schon. Geh wieder zurück zur Lava. Was für ein Penner, ey. Troll-Glühwürmchen. Okay, zurück in die Lava. Ne? Yep. Pass auf, da ist der dicke Typ noch. Und sein Fliegenkollege. Lass den dicken Typ nicht rein, sonst kommst du nicht mehr raus. Lauf lieber vorbei oder so. Ja, okay, der Lava-Bow ist natürlich entsprechend scheiße für die. Können wir uns direkt schenken. Schnell vorbei, solange du noch kannst. Ja, wieso? Ich kann ihn noch auf platt machen. Na gut. Oder nicht? Fuck you, das ist aber ein anderer, oder was? Ist denn da jetzt überhaupt noch ein Item? Keine Ahnung, wir sind links gegangen, wir könnten nochmal rechts gucken. Regeneriert er sich? Sehe ich das richtig? Das kann nicht sein, oder? Schon mal los. Nee, das sah gerade so aus. Ist da noch was? Only one way. Da ist nichts mehr, ne? Doch, da ist noch was. Aber ich glaube, das ist das Flugfeld, das was ist ich das gekillt habe. Ja. Shard of Dragonstone, schön, schön.
Ja, falsch. Schon wieder das fucking teure Spice. Mann, wir haben so viel Kohle, das ist doch scheißegal. Wir können uns 1000 Spice holen, wir haben 180.000 Boss-Seelen und alles. Hör auf rumzujammern wegen so einem Spice, ey. Scheiß auf Spice. Ja. Ich nutze jetzt eh gleich alle Boss-Seelen noch. Hab ich ja versprochen. Mhm. Da liegt da auch was, oder? Nee. Da kommt, nee, da kommen wir her. Ist noch was? Hm. Ist da noch was? Nein, ne? Ich sehe nichts. Upwards. Was ist hier? Jetzt habe ich wirklich die Orientierung verloren. Na, da droppst du runter gleich. Oder ist es die Sackgasse hier? Nee. Genau. Sind wir beim Ausgang. Okay. Ja, war es das jetzt hier im Level oder ja, was? Ja, ich würde da jetzt runter, oder? Wohin gehst du? Ich weiß es nicht. Ach, da soll ich runter. Ja, ja, ich glaube, das war es jetzt hier. Das okay. Heißt, da ist nichts mehr. Jetzt habe ich verstanden. Ist ja der Ausgang da. Ich überlege gerade. Wir haben bestimmt noch. Wir waren hier wirklich echt nur kurz. Vielleicht fehlt noch das eine oder andere Item, aber macht den Crew jetzt auch nicht mehr fett. So. Fällt gerade ein, da wäre auch noch ein Lizard gewesen. Vorne. Beim Dragon, weißt du, wenn er anfängt, der Drache? Egal. Ja, denke ich auch. Das ist kein Lizard, der uns Steine gibt, die wir brauchen, aber wir können das Dragon Sword jetzt upgraden. Soll ich das machen? Ja, auf plus 3 oder was bringt uns ja auch nichts. Ist die Uhr im Auge? In der Tasche. Da kommst du jetzt gerade nicht dran, ne? Du hast noch 20 Minuten. Das reicht für den Storm King. Du kommst eh nicht mehr dran. In diesem Knaller durchgenommen. Es sei denn, du lockst mich wieder mal in eine deiner echten Fallen. Alter, wenn ich nicht sagen würde Lizard, würdest du dir nicht von der Fackel unterscheiden können. Guck mal, wir haben alles außer Dragon's Shards. Wir müssten eigentlich nur die Bienen farmen, dann könnten wir das richtig weit nach vorne bringen. Aber dann bräuchten wir auch noch einen Pure Dragonstone, wobei den haben wir wahrscheinlich auch. Das ist schon geil, das Dragon's Horn ist schon geil. So. Ansonsten, da hat sich nach wie vor nichts geändert. Ja. Oh, wir haben tatsächlich ein Dings gekriegt. Nice. Chunk of Sharpstone. Wir haben Chunk of Sharpstone gekriegt. Na endlich, gut, können wir das auch abhaken. Ja, dafür gibt's eine Trophy, Alter. Trophy. Da ist sie. Achso, du kannst eigentlich nochmal den Scheiß reparieren. Affe. Ich wär's cool, wenn es automatisch repariert wäre. Ist es sogar, glaube ich, dadurch, dass wir es upgegradet haben, wisst ihr? Echt krass, mit was für einer Rüstung wir eigentlich das Spiel gezockt haben. Black Leather. Ich glaube aber, im Gegensatz zu Dark Souls, ist die Auswirkung der Rüstung nicht so gravierend. Könntest du recht haben.
Mach das aus oben, sonst passiert ja ungefähr. Nochmal. Das war krass. Was hast du vor? Wolltest du ganz schnell aussteigen? Mhm. Und du mich etwas in der Zeit verschätzt. Oh, ich will dich mal sehen, wenn du bei diesen Ämtern in diese... Wie heißen die Fahrstühle? Nosferatu, nee. irgendwie so, Nostradamus, nee. Pada Nostra. Oder irgendwie sowas, ja. Ne? Ja. Cosa Nostra? Ja, genau. Irgendwie so. So, ich wollte jetzt mal unser Wäffelchen angucken. Wäffelchen. Das jetzt, fast 300 machen wir. 294. Und man kann es noch buffen, ne? Das ist das Geile, wenn man die Waffen nicht mit einem Element zuhaut, sondern die auf quasi normaler Stufe hochmacht. Haben wir hier noch Sticky White Stuff? Was haben wir noch? Haben wir noch Turpentine? Ne, haben wir gar nichts. Kann man aber kaufen, theoretisch. Und dann machen die noch ein bisschen mehr Schaden. Oder was? Wie sieht's eigentlich aus? Mit was scaled es jetzt? Ist aber immer noch nur ein C-Scaling sogar. Das Katana. Hm. Mit Geschicklichkeit. Auf höchster Stufe ist ja lame. Also ist sicherlich nicht die beste Waffe für unseren Charakter. Also ist die beste, die wir jetzt haben, aber man hätte da schon. Hier, guck mal, das B. Das Hildless macht jetzt schon genauso viel Bonusschaden ohne Upgrade. Und der Scimitar, wo ist er? 109 bei einem A-Scaling, naja. Und auf S-Scaling kriegen wir ihn ja leider nicht. Okay. Whatever. Für den nächsten Boss ist es eh gut. Eigentlich ist komplett Wurst ab jetzt, ne? Ja. Naja, okay. Also immer noch der König, ne? Ist auch noch offen. Ja. Der König. Kannst du ja gleich machen. Ein paar Quests haben wir nicht gemacht. Das Azuki-Quest zum Beispiel. Ein paar Tenancy-Events haben wir nicht gemacht. Aber wir wollten ja auch nur die Zeit überbrücken bis Dark Souls 2. Ich mag Rochen. Sehen geil aus. Ist das Vieh nicht sogar auch im Intro kurz zu sehen? Nee, das soll, glaube ich, ein Drache sein. Ja, die kleinen Putzerrochen. So, it's Boss Time. Da sieht man schon richtig viele von den Dingern. Ich kann eigentlich mal an den Ring. Feuerring ist hier so medium gut. Ich glaube, was ganz gut wäre, wäre der Regeneration, oder? Mhm. Da wohl alles sich so verbirgt am Horizont, wenn man da immer geradeaus schwimmen würde. Dark Souls 2. Da ist der Dicke. Da ist der Dicke, das ist der Boss. Kann man den eigentlich auch mit Pfeil und Bogen machen? Hast du das mal versucht? Nee. So ein Totenkopf, ne?
Totenkopf? Wo? Ja, wenn du... In den Wolken, oder? Nee, was? Von unten anguckst, sieht's aus wie ein Totenkopf. Sieht aus wie Rochengenitalien. Er ist leider zu weit weg. So. Wir müssen uns jetzt hier ein besonderes Item schnappen, mit dem wir dann... Vergiss nicht die Lizards. Wo? Links bei den Obelisken oder wie man das dann nennt. Ah ja, okay. Das ist aber schwer zu kriegen, aber die müssen wir unbedingt kriegen. Ja, das sehen wir auch gleich. Das könnte ein Bladestone-Ding sein. Ja, go, go, go. Ich glaube, es sind zwei. Ja, ich glaube auch. Die können hier runter von der Klippe. Die muss versuchen, gegen den Obelisken zu treiben. Jetzt sind die futsch. Wenn du sie siehst, sag. Da ist einer. Oh no, der läuft genau auf die Klippe zu. Genau auf die Klippe, genau. Ah! Hast du gesehen? Der hat gewunken. Gewunken und gesagt, komm, Eddie! Du komm, und Eddie deine mit. Crystal Lizards haben mich, glaube ich, in diesem Spiel mehr Leben gekostet als alles andere. Ja, genau. Es ist so. Jedes Mal, wenn du sagst, da sind Crystal Lizards, bin ich in irgendeiner Schwulität. Du kommst mit Crystal Lizards einfach nicht klar. Die sind für dich ja, so mach wertvoll. Bitte, komm, dass du. Zeig mir, wie es geht, Großmeister Lizard. Großmeister Lizard. Jetzt heute gibt's Lizard-Filet, ey. Drück das mal weg jetzt hier, wollen wir nochmal angucken. Stick. Fucking Lizards. Guck mal die scheiß Lizards, ey. Dann kriegen eh kein Pure Blade Stone, deshalb brauchen wir sie eh nicht. Den brauchen wir auch nicht, ne? Haben wir ja schon gehabt, den Pure Blade Stone. Du machst oder? Jetzt die Lizards! Den mach ich ja. Als erstes. Und denk dran, gegen Obelisken drücken, sonst springen sie die Klippe runter. Ja, und wieso machst du es auch nicht? Ich gebe dir Tipps, wie man es perfekt machen kann. Wir haben keinen Versuch. Und du rennst genau auf die Klippe zu. Die sind direkt so gelaufen. Der ist genau gerade auf die Klippe zu. So, der hier gegen Obelisken, der steht nämlich schon direkt davor. Na. Oh, shit. Hast du den... Der andere ist weg. Der andere ist weg. So. Warte. Ja, Chunk of Darkness. Fuck you. Hier ist ein Schwert, hast du das gesehen? Na, ist geil. Der Stormruler. Stormruler, Alter. Der Sturmkugelschreiber. Denn wenn wir jetzt mal dieses Schwert ausprobieren, oder? Was hältst du davon? Mhm. Ne, Ruler ist ein Lineal eigentlich auch, ne? Mhm. Stimmt. Nicht Kugelschreiber. Irgendwie noch nicht wirklich gefährlich. Cannot carry. Nice, sind wir hier reingestartet. Müssen wir gleich nochmal hin. Nicht vergessen, ja, wenn der tot ist, dann zieh ich den Ring an. So, jetzt kannst du erstmal ein paar Seelen sammeln. Leuchte, ein paar Leute, was ist denn da oben? Fischen. Siehst du das? Ist das ein Tor oder so? Das ist Foggate. Okay. Willst du mal vielleicht den Stormruler anziehen? Alter, willst du vielleicht mich mal jetzt du kurz bist schuld, in Ruhe dass lassen? Ich nicht zocken kann, also ja, musst du jetzt bin machen, ich was schuld. Ich... Du was ich sag. Oh, fick den Scheiß, du lauerst mich hier fucking voll! Das kann doch nicht angehen! Gib her! Alter Mann, ich brech dieses Pad durch, dass du nicht. Alter Schwede! Aber wieso bist du mit einem Schuss tot? Ja, weil dein Laber von der Seite plus 50 Damage gibt! Ich bin schuld. Natürlich. Ich bin im fucking Bosskampf gerade und du. Mach dies, mach das, Lizard, oh, ich bin so schlecht! Ja, ja. Oh, fuck you. So, und das Item ist auch weg, was du nicht aufsammeln konntest, weil du zu fett bist. Ja, weil du dich nicht ausgerüstet am Anfang. Du warst gerade im Nexus. Was hast du gemacht? Du rumgeguckt. Steinchen angeguckt. Bäh. Das ist nämlich der Stormruler. Der ist eigentlich nur für diese Stelle hier im Spiel gut. Aber dafür auch sehr gut. Bäh! Zwei auf einmal. Bäh!
teilen. Bam! Der Rochen, der Fänger im Roggen. Der Fänger, der Rochen. Bam! Da kommt der Dicke. Der ist sauer, dass er seine Kiddies platt macht. Der hat dich mit einem Schuss getötet, der Dicke, ne? Nein, dein Gelaber hat mich getötet. Fuck you! Fuck you! Ja, deshalb macht man den Typen auch nicht im offenen Feld, sondern bei den Obelisken! Obelisken. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Gegen Bosse, gegen Lizards. Der haut aber krass rein, ey, hör mal. Den brauchen wir gar nicht blocken. Du brauchst gar kein Schild anziehen. Ich fresse jetzt einen Ephemer-Augenstein. Boah, Pussy. Darf ich auch mal was essen? Oh nein, du verschwendest all die Items, die wir gesammelt haben, um sie nicht zu benutzen. Damit sie im virtuellen Menü in der Ewigkeit fristen. Vielleicht fresse ich sie jetzt alle, ohne dass sie Effekt haben. Nur so, dass du keine mehr hast gleich. Ess doch mal lieber die Boss-Seelen. Vom Bosskampf am besten. So, das drücke ich weg. So, jetzt wohl mal den Storm, Alter. Total. Schön. Zack. Weißt du, ob die ganzen Flugrochen noch da sind, wenn man den Boss gekillt hat? Keine Ahnung. Weil dann wäre das eigentlich eine geile Situation, um aufzuhelfen. Also ich sehe Crystal Lizards, ne? Ja. Weiß nicht, ob du die auch siehst. Ja. Mir wäre so, als hätten wir das auch gerade schon gemacht. Deswegen bin ich nicht so überrascht über die Crystal Lizards. Aber ich überlege, wie kriege ich beide? Das wäre natürlich... Ich muss den ersten mit dem ersten Hit kriegen. Oh, Shittle! Das war kacke. Fuck! Okay. Jetzt mach halt den Boss. Wie machst du den denn? Nicht im offenen Feld. Hier gibt es nämlich ein Gebäude. Das ist das hier und das bietet so ein bisschen Schutz. Und ich mach den anders. Am dicken Obelisten. Zack. Und dann zieht man jetzt erstmal ein paar von den Jungs hier. Den hätten wir auch. So, der trifft dann halt nicht jedes Ding. Sind noch ein paar direkt über mir vielleicht. Kommt er schon. Oh ja, da kommt der Boss. Oh. Lass mich in Ruhe, ich mach den noch weg. Oh. Bosso, wo bist du? Da? Nee. Na, da erwischt er mich. Langsam haben wir seine Jungs. Das macht zu weit oben. Warum nimmst du das Item nicht, was da liegt? Weil wir overburden sind, du Pappnase. Und weg. Noch zwei Wochen. Also ich stelle mich immer da an den Dicken hier. Achso, okay. Da ist den Obelisk jetzt zu dich? Naja, an den rechts, den langen. Komm, lass den... Fuck it! Aber ganz ohne Schutz ist auch cool. Klein, Jungs, würde ich gerne. Das ist wie Zimmer aufräumen, das gehört einfach dazu. Muss man alle beseitigen. So, ich glaube, ich habe alle, ne? Mhm. Also, ich mache den immer so einfach um den Obelisk. Oh, chill! Das ist ohne Sound!
greif sie an. Das ist ein ganz fieser. Komm, 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 noch einmal. Okay, jetzt ist er außer Reichweite, oder? Nochmal. Ein Überflug, Junge, und du bist weg. Da sieht man mal, dass der eigentlich gar nicht so schwer ist. Wenn sogar der Dennis schafft. Da fliegen die Dinger. Uah! Nein, noch. Nein, das ist ein kleiner Bruder. Oh. Komm schon, wieso? Scheiße, falschen Anzug hier. Wo kam der denn jetzt auf einmal her? Der hat mich ein bisschen irritiert. Okay, da kommt er wieder. Vorsichtshalber esse ich das noch einmal. So, sehr gut. Also, wer kommt nicht mehr dran, hä? Chris. Ja, du machst ja noch den King. Ja, da lässt du einfach ein Boss leben. Ist aber sehr undenzel-like. Ja, der scheiß King jetzt. So, den Ring muss ich nehmen. Glowstone. Ich glaube, hier liegen auch noch Items. Oder? Nee. Jetzt kannst du auch noch übrigens noch einmal die Lizards spawnen lassen. Ah, so ein Ding. Und das, was ich letztes Mal gesehen habe, ist wahrscheinlich weg, ne? Weil ich es angefasst habe. Mhm. Ja, scheiße. Shit. Ja, da muss man natürlich immer dran denken. Das war, glaube ich, eh nur eine Hero Soul. Wahrscheinlich. Ja. Soll ich hier nochmal Spawn-Action machen? Ja, ich meine, das können, die könnten halt geil Blady Blades, Pure Bladestone droppen, wenn man Glück hat. Sonst sehe ich keine Items mehr. Klar, ich bleib hier und versuche die reinzutreiben. Und ich mag das überhaupt nicht, das Uchi für die Lizards. Hast du ja gesehen, das war irgendwie... Gibt's da nicht was Besseres, irgendwas? Ja, auf der anderen Seite sind die mit einem Schlag tot, ne? Das ist der Vorteil darin. Hm. Also wenn du ihn triffst, ist ganz gut. Ja, Dragon kannst du auch versuchen. Nee, irgendwas, was Pixiges, was schon eher wirklich Richtung Boden sticht. Irgendwie, du siehst ja das Teil hier, das sticht ja so gerade nach vorne. Und wenn der Lizard vor dir ist, sticht er nicht. Das hier ist vielleicht, da haut er auf den Boden, das nehme ich. Das dauert aber auch. Ja, das stimmt. Das kannst du machen. Ja, ne? Das ist gut. Okay. So, wie spät haben wir es? Zeit ist vorbei. Viertel vor, kann das sein? Mhm. Okay. Dann machen wir noch kurz die Lizards und dann war's das. Welchen Stein wünschst du dir denn? Pure Bladestone. Für welche Waffe? Kill-G plus 5. Real. Ah, okay. Spawnt man hier oben. Ah, siehst du, die Typen sind nämlich da. Das ist nämlich auch ein ganz guter Farm-Spot eigentlich. Für die Steine, ja. Für die Cloudstones. Ja, und auch einfach Seelen, weil die halt mit dem Stormruler super easy gehen, die Typen, und jedes Mal 1000 Seelen bringen. Also vielleicht nicht der Beste, allerbeste, aber kann man machen. Mit 1270. Wenn du noch den Farming-Ring anhast. Ey, was ist denn da oben? War da was? Da? Auf dieser Klippe? Ja.
Warte, lass mich einmal ganz kurz. Ich bin hier jetzt gerade nicht in Sightseeing. Seelen, das, ja? Das geht schon ganz gut ab hier. Cloudstone. 3 Stück. Sehr gut. Guck mal, jetzt da oben. Das sieht so aus, als ob es da hoch geht, aber geht's nicht. Ne? Da kommt man her. Ach, das ist das Startding. Da links könnte echt sein, dass das der Snugglys Baum ist oder so vielleicht. Weißt du, was ich meine? Ah. Das ist auf jeden Fall Welt 4.1, würde ich sagen, mit den Klippen. Ah. Und da gucken wir dann runter. Man arbeitet sich quasi runter. Ja. Okay, ich mach die Lizards. Da liegen noch Items hier. Ja, okay. Cloudstones. Mach ich's anders als sonst? Die laufen mir. Einer läuft mir immer weg. Kann ich's irgendwie besser machen? Hast du gerade das Spiel neu gestartet und bist am Anfang des Levels gestartet? Gar nicht direkt an dem Punkt, wo du gequittet hast, ne? Ne, genau. Denk an die richtige Attacke jetzt. Ja, das ist die Standardattacke, die ich zweihändig nehme. Wo ist der zweite eigentlich? Direkt dahinter. Ja, ne? Oder vielleicht mit einem Soul Ray beide treffen? Nee, ich gehe einmal rum. Oder ja, Soul Ray als erstes, das ist eine gute Idee. Bin nicht weg hier. Noch sind sie da. Ich kann sie noch nicht anvisieren. Gehen die mit dem Storm Ruler? Glaube ich nicht. Was will denn Boomhoff hier? Halbe Stelle oder was? Ja, wir sind fast fertig. Okay, ich probiere es erstmal so, renne auf ihn zu. Und dann? Oh, ich sie tot. Oh, renn hin, nicht zweimal. Ich! Hast du? Lizard, du, nicht in den Abgrund laufen, du! Hast jetzt du? Winkt er, da Yay. Winkt er, hast du gesehen, wie er winken wollte? Chunk of Dark Moonstone, oh, lame. Mal den anderen, guck mal. Ja, sorry, lass mich jetzt mal Luft holen, Alter, ja gut, Mann, du laberst heute wieder. Das erste Mal, dass du was Gescheites gemacht hast heute. Chunk of da und dann droppen die so einen Dreck. Also ist auch deine Schuld. Auf gut Deutsch bist du unnötig. Ja. Ich glaube, du hast heute trotzdem noch mehr Lizards entkommen lassen, als ich gekillt habe. Und das waren viele. Es waren nicht so viele. Es waren ein paar. Wir haben's. Das war der letzte. Jetzt kommt nur noch Captain. In dem Kolosseum. Wir haben auch 82.000 Seelen, kannst mal ein bisschen Level shoppen gehen. Ja. Die Frage ist jetzt, machen wir jetzt noch den Dings-Typen oder nicht? Ja, auf jeden Fall, oder? Ja, das ist halt auch eine Sache für die nächste Folge auf jeden Fall. Ach so, jetzt machen wir ihn nicht mehr? Nee, natürlich nicht. Ich meine, okay, das war's. Ja, aber wir machen den noch. Ja, würde ich auch sagen. So. Ansonsten ist jetzt ja, also wir sind quasi. Wir könnten nächste Folge Ende machen. Wie man hier an der Zwischensequenz sieht übrigens. Hm. Das Schwert hätte ich gern. Da erinnere ich mich schon gar nicht mehr dran. Dass das Schwert da reinkracht. Ja, da ist jetzt ein riesiges Loch. Das dachte ich mir, aber ich weiß das noch, als ich das erste Mal gespielt habe, das war so verdächtig hier, diese Barriere. Da dachte ich mir, ey, am Ende ist bestimmt der Boss da unten und es war tatsächlich so. Man kann da nicht richtig reingucken, ist auch nix. Aber da werden wir demnächst reinspringen, vorher aber nochmal nach Boletaria. Und das war's für heute. Ciao. Wenn du die jetzt abgeschubst. Da reingeschubst. Ich glaube, wir machen lieber Schluss. Sonst passiert noch ein Missgeschick. Ah. Tschüss. Ciao, Leute. Ciao.